Freunde, ich tappe im Dunkeln. Hier geht's hoch. Da müssen wir irgendwie dicht machen. Was ist denn das da für ein komischer Kran? Können wir den vielleicht sprengen? Ist das blöd? Vielleicht muss ich in der nächsten Aufnahmepause mal googeln, wie das geht. Weil ich kann hier nichts machen. Irgendwie geht da nichts. Den hier, hier müssen wir dicht kriegen. Aber wie? Wie nur? Kräuter sammeln, ja herrlich. Nee, ich will den Tunnel platt machen. Schieße um mich, bringt aber nichts. Also, ich glaube, das ist dieser zentrale Fels da. Aber was heißt da Neckarnester? Lustig wäre es, wenn wir dann rausgehen, weitermachen, dann wiederkommen und die ganzen Viecher wieder da wären. Das wäre ja lustig. Nicht. Aber es hilft nichts. Hier jetzt rumzugammeln bringt auch nichts. Geh mal wieder raus. Ich google dann irgendwann mal, wenn ich später mal zu Abendessen gehe und duschen gehe, google ich mal und dann heute Abend, wenn wir weiter aufnehmen, dann versuche ich, die Neckarnester zu töten. Zu fallen zu lassen. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Neckarnester auszuräuchern. Hey ihr, wo seid ihr denn? Alles cool. Was hast du gefunden? Zwei Soldaten. Und? Also eigentlich sind wir immer ehrlich, ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht das Mädchen war. Sie sind tot, mit Pfeilen gespickt. Davon weiß ich nichts. Na, Hexer, was denkst du? Tja, die beiden wollten vielleicht ein paar Monster in der Höhle jagen. Oder es hat sie jemand hineingelockt. Wer sie erwischt hat, ist jedenfalls klar. Skoyatel. Unsinn! Neckar schießen nun mal nicht mit Pfeil und Bogen. Los, Männer! An den nächsten Ast mit ihr! Nein, ich sag euch alles, aber bitte bringt mich nicht um! Sprich. Ihr müsst euch das selbst ansehen, sonst versteht ihr nicht. Was ansehen? Die Kuh lügt doch! Mm-mm. Wir werden sehen. Führ uns hin. Jetzt bin ich gespannt. Ich fürchte, die führt uns in den Hinterhalt, Freunde. Aber es hilft ja nichts, ne? Und wir brauchen dringend Schöllkraut und weiße Myrte. Wir haben nur noch zwei Schwalben. Was? Alter, die führt uns auf jeden Fall in irgendeinen Hinterhalt. Und die Wachen krepieren dann wahrscheinlich, weil wir ihr geglaubt haben. Das ist doch der Weg, den wir gekommen sind. Ja klar. Und diesmal haben wir keine Triss dabei. Bogenschützen? Zu den Waffen! Dieses Miststück. Und ich hab ihr geglaubt. Ihr habt ihr wahrscheinlich nicht geglaubt. Nur ich hab ihr mal wieder geglaubt. Ich bin so leichtgläubig und naiv. Das ist so schrecklich. In jedem verdammten Teil von The Witcher verarschen mich alle. Alle Questgeber, Questnehmer, Questopfer, Questziele. Diese verfluchten Eichhörnchen. Danke, Hexer. Hier hast du deinen Lohn. Und du kommst mit uns, du Elfenschlampe. Aber wirklich. Wärst besser bei Dimitri geblieben, Miststück. Ihr sterbt sowieso alle. Seid verflucht, Däune. Da zeigt sie ihr wahres Gesicht, Freunde. Scheiße. Alle verarschen sie mich. Alle. Ich glaub ihnen. Alt glaube ich, aber ich... ich werde immer verarscht. Hab mich erholt. Geht wieder. Danke.
Entschuldigt den Ausraster. Oh Gott. Alle verarschen mich. Es ist zum Kotzen, Freunde. Könnt ihr mich nicht warnen? Es wäre so cool, wenn wir Just in Time schreiben könnten. Also, dass wir quasi, dass ihr quasi schreiben könntet, während ich spiele. Das wäre so eine Erleichterung, weil ich mich die ganze Zeit von allen übers Ohr gehauen werden würde. Wozu die Schlepperei, wenn der Hafen blockiert ist? So. Jetzt geht's aber dann los. Machen wir mal den Troll. Der Eintopf dürfte fertig. Alle hauen mich übers Ohr. Hexer, benimm dich. Ja, ich tu doch gar nichts. Ich passiere doch nur. Hexer, benimm dich. Was ist denn? Bitte. Yamminom. Wald bei Flotsam. Wir suchen jetzt den Troll. Da werden wir wahrscheinlich auch wieder eine Schwalbe für brauchen. Ich hoffe... Hast du auch am Sack weiße Haare? Das ist eine verdammt gute Frage. Wie geil. Wahrscheinlich schon, ne? Ich schätze schon. Bleichung ist Bleichung, egal wo. Hat er auch weiße Augenbrauen, sag mal? Ja. Ja, hat er. Ui. Du stinkst vielleicht. Oh. So. Da hinten sind noch mehr Leute. Ah ne, doch Viecher. Ich helfe dir. Wer bist denn du? Hey, alles cool? Danke, Herr. Bitte. Ich werde irre. Der verdammte Wald ist schon voller Gesindel. Und jetzt flippt auch noch dieser Drecksack aus. Wer? Der Troll. Soll die Brücke instand halten und das Pack fernhalten. Nimmt seit Jahren Maut dafür. Wo ist denn das Problem? Die Kaufleute im Hafen haben mich geschickt, um zu sehen, ob der Weg passierbar ist. Es gibt keinen anderen. Tja, und die Brücke ist eine Ruine. Hm. Und da streckt doch dieser freche Kerl die Hand aus und will Schnaps für einen Durchlass. Für diesen Trümmerhaufen, frag ich ihn, da haut der mir einen aufs Maul. Die Sterne habe ich flimmern sehen. Loredo hat einen Preis auf seinen Kopf ausgesetzt. Dieser Schwanz würde uns am liebsten ganz von der Außenwelt abschneiden. Wir brauchen die Brücke. Und zwar in gutem Zustand. Und den Troll brauchen wir auch. Nüchtern. Wenn du dir was verdienen willst, dann töte nicht den Troll, sondern geh zu unserem Vogt. Der erklärt dir alles. Ja. Ja, ja, ich würde den Troll pauschal auch lieber retten, ehrlich gesagt, als ihn zu töten. Trolle sind zwar blöd und doof, aber eigentlich nicht bösartig, glaube ich. Eigentlich glaube ich nicht bösartig. Von daher, schauen wir doch mal. Und hier war irgendwo das Endriagenviech. Ja. Ah, Falle. Nehmen wir mit. Die Endriage hat wohl nichts gegeben, oder? Schade. Ja, dann auf zum Stadtvogt. Hülzer. Ich will nicht in das Gruselhaus, Freunde. Ich will da nicht rein. Ich hab Angst. Da hat was zum Looten. Menno. Hallo Hund. Die Hunde sehen doch genauso aus wie in Teil 1. Das ist schön. Weg da, du Plach. Keine Zeit für Kinder. Ey, da ist ein Durchgang. Wieso passe ich da nicht durch? Geh weg, du Plach. Rennen die mir wieder nach? Du. Du könntest heute ruhig zu einer anständigen Zeit zurückkommen. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Sogar für drei von eurer Sorte. Wir sind aber arme Leute. Ist nicht schlimm. Wir werden uns schon einig. Geht besser zum Markt in Flotsam.
Am Wirtshaus findet ihr eine Tafel mit Aufträgen. Aber lasst den Troll in Frieden. Egal, was euch die Leute erzählen. Genau darum geht's. Ihr habt hier einen Troll? Ja, im Wald haust er, am Fluss. Der ist harmlos. Tut ihm nichts. Ein nützlicher Troll also. Verstehe. Nützlicher als Loredo ist er allemal und säuft auch weniger. Stört niemanden und repariert auch mal die Brücke. Verschont ihn. Wie wär's mit dem Greis? Loredo hat viel für die Zauberin locker gemacht, scheint also Mittel im Budget zu haben. Meinst du den Kairan? Nenn ihn, wie du willst. Das Flussmonster eben. Ach ja. Er plagte schon unsere Vorväter. Aber jetzt ist er einfach nur unerträglich. Zerreißt Netze, vergiftet Fische. Selbst Loredo sagt, dass es jetzt, wo die lokale Wirtschaft Schaden nimmt, keinen anderen Ausweg gibt, als eine Zauberin anzuheuern. Oder ein Hexer. Und andere Aufträge? Gut bezahlte? Wie wär's mit dem Greis? Ja. Eine Zauberin? Sheila de Tankerville. Jo. Imposant, aber arm wie eine Kirchenmaus, so wie ihr. Zauberkräfte und Reichtum scheinen sich auszuschließen. Es geht das Gerücht, dass sie sich bereit erklärt hat, den Greis zu töten. Also beeilt euch lieber. Das wissen wir alles. Wichtig ist das hier. Du willst also den Troll nicht loswerden? Wer kümmert sich um die Brücke, wenn nicht er? Stell jemand anders ein. Weißt du, was ein Handwerker kostet? Der dämliche Troll tut seine miese Arbeit für eine lächerliche Maut. Die Brücke ist kaputt und der Troll fällt über die Leute her. Tja, er ist zum Säufer geworden. Das ist das Problem. Wenn du es schaffen könntest, dass er den Alkohol lässt. Ich bin ein Hexer, keine Amme. Ich bezahle dich gut. Wie ich dachte, gut? Du hast nichts. 100 Urins. 200. Nein. Du bist ganz schön teuer. Was soll's. Es dürfen ruhig alle wissen, wie sehr mir das Wohl des Dorfes am Herzen liegt. Na gut. Ich hätte auch 100 genommen, Freunde. Auf der anderen Seite, unser Hexer muss ja auch für seinen Unterhalt aufkommen und so, ne? Vielleicht auch für den Unterhalt zweier Kinder oder dreier oder fünf oder zehn Kinder. Also, er lässt ja bekanntlich nichts aus, der Geralt. Sind bestimmt schon... Ach nee, der ist ja unfruchtbar, ne? Die Zauberinnen auch. Alles, was hier mit Magie zu tun hat in The Witcher, wird unfruchtbar. Vielleicht waren deswegen auch die Drachen ausgestorben. So, waren wir denn? Jetzt sind wir richtig. Und jetzt müssen wir hier irgendwie runter, oder? Was war das? Ach, da ist ja unsere Endriage. Und wo ist jetzt der Troll? Runter? Ah, da. Speicher. Ich hab Angst ein bisschen. Gruseltroll. Ich will wissen, wie der aussieht. Nichts in Sicht.